Viego mit einem Invade. Maokai geht da auch direkt drauf. Der Rest des Teams von Venable ist jetzt auch da. Aber auch die Midlane und der Support von PEL. Aber da wird der Support einfach schon direkt rausgecatcht. Ist sofort down. Und der Rest von PEL kommt auch noch. In dem Fall einfach nur die Senna. Dann geht da auch nochmal hin. Boah, schöne Flash E von Seraph. Kommt gut geflogen. Und die Kamera geht auf Toplane. Toplane ist auch Spannung. Schnutel mit einem Dive. Schnutel fällt allerdings. Und da kommt Ruin Evil Carry mit der E rüber, mit einer Arcane Shift, flasht hier seine Q ein und kriegt den Kill. Top Lane ist der Nautilus einmal hochgegangen, sagt den Wels kurz Hallo. Und der versucht hier natürlich noch irgendwie rauszukommen oder vielleicht sogar noch einen Kill zu holen. Aber da kommt der Jungler noch angelaufen, misst hier seine W, aber das ist egal, der Kill ist trotzdem da. Winnable jetzt an den Grubbies, wollen die haben. Haben auch einen ADC hochgemoved, wie man sehen kann. Aber PEL contestet das Ganze, trifft hier den S-Ray und der kann nicht mit Arcane Shift raus, ist jetzt im Pit drin. Da geht aber Kiora hinterher. Bailout findet nicht statt, erster Kill dementsprechend für PEL und der Maokai ist jetzt ganz alleine, stirbt auch. Heartbreaker von Viego geht drauf, Seraph noch mit der Ult, aber die ist auch noch vergeblich und hier muss man sogar noch aufpassen. Schnutel ist darüber gegangen, findet hier auch einen Wels, gibt einen Bomber da in die Backline, aber der Wels frisst einfach den dicken Mann und er tötet ihn. Währenddessen stirbt die Renata an Heartbreaker von Viego und Kiora ist jetzt da mit Baker und der Wels, der ist tanky, aber hier wird er nicht mehr rauskommen. Ah, nee, kommt er nicht. Botlane, ein Gank von Support, interessanterweise. Renata direkt down. Und hier will man sogar vielleicht mehr haben, aber Maokai flasht da drauf, hält ihn auch fest. Seraph auch runtergemoved und TP'd sogar. Und der Fight geht jetzt weiter, denn hier ist die Senna auch da. Aber der Nautilus ist schon down und Maokai stirbt nicht. Kein Reset hier für den Viego. Und da geht der Esprit mit einer Arcane Shift rein, Senna einfach mit der Ulti. Und die kann ihn jetzt zu Tode auto-attacken. Tahm-Kench wird jetzt hier potenziell rausgecatcht, wird auch rausgehookt, kommt also nicht mit seinem Jump raus durch das Seed. Schild noch. Tanky ist er, ja. Aber er stirbt. Wobei, die Seraph-Ult, kann man vielleicht noch hier was traden? Nein, die muss er jetzt noch abbrechen. Kiora mit der Ult des Stars Hall am Baut. Reicht aber hier nicht für den Kill. Aber vielleicht ja der Maokai. Vielleicht ja der Maokai. Wird er auch mit einem Heartbreaker angegangen. Smite sitzt. Aber da kommt die Seraph-E. Schnutel noch mit einem Fass. Out of range. Überlebt. Oh, Arcane-Chef von Espe raus, wird jetzt geinsekt in die Backline, kommt aber noch rechtzeitig raus. Hostile Takeover von der Renata, macht gar nicht so viel, aber hält den Gragas ein bisschen noch auf und der ist jetzt lange durchgezieht. Aber auch dieser Maokai, auf den geht es jetzt drauf, er stirbt. Senna-Schild sorgt dafür, dass Schnutel auf jeden Fall überlebt. Da kommt auch eine Nautilus-Ult hinterher und jetzt geht sie einfach auf diese Renata drauf. Bailout auf den Seraph, der stirbt, aber trotzdem noch hat kein Bailout gekriegt. Aber Eternum kriegt einfach zu viele Tower-Shots ab. Und der Tahm-Kench, der wollte es nochmal probieren. Wird gehookt, wird lange aufgehalten. Kiora mit dem Klingensturm trifft auch in dem Fall Solomon wieder zurück. Tower Shot reicht nicht. Er überlebt. Baker hält hier den Jürgen auf. Und wird jetzt geultet von Jürgen. 4, 5. Reicht für den Kill. Shutdown. Seraph jetzt. Oh, wird einfach angeflasht von Gragas. Und Schnutel. Geht weiter einfach auf den Tower. Kriegt er den sogar? Ne, er geht raus. Muss er natürlich. Kriegt so viel Schaden. Und jetzt ist er, ja, ein bisschen in den Sandwich zwischen zwei Towern und auch noch einem Maokai. Ist die große Frage, ob er das Ganze irgendwie spielen kann. Body Slam kommt auch noch raus. Die Q auch. Eine W noch und die Reich-Q. Aber die Minions machen hier das Ende. Jetzt wird Tahm-Kench potenziell rausgecatcht. Der hat natürlich noch seinen Jump, aber PL hat sehr, sehr viel, um das Ganze zu sehen. Aber er stirbt einfach vorher. Eternum geht da auch rein mit einem Heartbreaker. Seiner Ult kommt raus. Und Kiora ultet auf den Seraph. Hostile Takeover holt allerdings noch ein bisschen Zeit aus. Aber mit Soul am Baut reicht das Ganze hier, diesen Kill zu securen. Seraph hat noch eine Wave-Offensiv genommen. Und ist jetzt dabei, dafür gepunished zu werden. Kiora direkt mit der Ult hinterher. Eternum nicht die Wege getroffen. Heartbreaker. Und das reicht für den Kill. Schnutel ist bereit, wir sehen das. Er dasht rein, hat allerdings nichts getroffen, kriegt aber trotzdem noch eine sehr schöne Ult raus und damit ist die Renata down, kriegt aber noch einen Hostile Takeover durch und Schnutel flasht leider direkt in die Zunge rein und stirbt. Währenddessen ist hinten in der Backline auch noch der Espel gestorben. Und hier wird der Kench rausgeruckt. Keine Chance, Kiora. Nevermind. Turnum währenddessen in den Duell mit Maokai, kriegt den auch Flash. W direkt hinterher mit einem Heartbreaker und das ist der Double Kill. Und damit geht Game Nummer 1. An die E-Sport Lizards.
bisschen Level 1 Action. Und sieht schwer danach aus, als würde das hier dieser Artok jetzt gewinnen. Der wieder Kyo abbekam, kein Flash davon. Flash Kyo von Schnudel reicht aus für den Kill. Weil oben im Busch wird gespottet, geht auch direkt raus. Schnudel versucht das noch zu helfen, geht mit der E über die Wand. Und jetzt haben wir hier ein 2 vs 2. Aber wir gucken auf die Karte, da kommt eine Karma hochgelaufen aus der Mitte. Schöner Knock-up hier von Tamken, spricht auch die Kyo von Eternum ab. Die ist jetzt wieder da, Eternum kommt vielleicht raus, aber nee, Jürgen Flash hinterher, reicht für den Kill, nur noch Schnudel jetzt da, der trifft noch die zweite Q und die dritte Q wird von Maokai geflasht, 2 Kills für Winnable. Winnable jetzt an Drake dran, Baker mit einem Hook auf Maokai, Senna trifft auch die W, er also Cecile, aber die Hilfe des Teams ist noch nicht da, aber die Ceri muss über die Wand, die hat Angst, die ist raus und damit ist der Maokai erstmal raus und PEL kann den Drake einfach übernehmen. Aber Winnable wird das weiterhin contesten. Was macht der Braum da? Der wird auch direkt gehuckt. Der wird aufgehalten. Der wird gecued von Vi. Und ist in dem Fall auch direkt tot. Jürgen kommt noch, um zu helfen. Aber dann ist es relativ egal. Tamkench frisst hier den Trox. Der Flash doch direkt über die Wand. Will nicht im Tower landen. Jetzt wird Tamkench wieder zurückgezogen. Schnudel hat jetzt wieder Qs ab. Trifft hier auch noch eine. Eine fehlt. Aber das Ganze wird hier geflasht von Percy. Und jetzt ist der Maokai da. Und damit hat der Trox keine Chance mehr. Und wird sterben. Ceri dodge die Q, flasht über die Wand, wird allerdings trotzdem noch geweih-ultet und ist einfach down. Maokai, Braum immer noch an Fighten, ist geignited, flasht davon, kriegt noch den Autodeck ab und das Ignite tickt und das Ignite reicht. Kiora runtergeultet, sehr schönes Cleanse hier von der Ceri, kommt also dementsprechend raus, aber das können wir nicht über den Braum behaupten, er stirbt. Kiora, Bein versucht wieder ganz normal auf die Midlane zu laufen. Wird hier von der Karma entdeckt. Auch Maokai ist da. Mit Nature's Wrath kommt er gut ran. Aber Kiora hat auch noch Flash Up, kommt davon. Und jetzt ist der Maokai alleine da. Allerdings ist Braum auch noch da, um zu helfen. Nautilus Ult peelt noch ein bisschen. Und jetzt ist der Maokai dann doch ziemlich lange alleine. Kriegt noch ein Schild raus. Aber es reicht trotzdem nicht. Eternum überlebt das Ganze ganz knapp. Und Kiora wird jetzt einfach von dieser Ceri angeultet. Aatrox jetzt aber auch da mit dem World Ender. Will das Ganze spielen. Kriegt auch jetzt ein Reset auf den Braum. Aber der Tamkin ist jetzt auch da, um zu helfen. Und Baker hookt hier. Allerdings nur die Karma. Ceri kann dementsprechend noch free hitten. Und die kriegt hier den Kill auf den Aatrox. Und jetzt ist nur noch der Nautilus alleine da. Und er stirbt auch. Vi-Ult auf die Karma. Kiora trifft hier die Stun-Card. Allerdings schafft es noch vorher, die Karma über die Wand zu flashen. Und Eternum wird jetzt hier einfach von diesen Wels angegangen. Da kommt noch eine Senna-Ult. Aber das ist egal. Hier stirbt die Vi. Winnable wieder am Drachen dran. Da kommt ein Nature's Grasp raus, kann ein bisschen Zeit rausholen. Allerdings Kiora auch von der Flanke. Trifft die Distanzkarte. Ceri jetzt in der Ult. Senna mit einem Schaden da. Die Ceri ist sehr low. Die Ceri ist down. Der Drake geht währenddessen an den Maokai. Aber der Fight, der sieht ganz und gar nicht danach aus, als würde der hier an Winnable gehen. Nächster Kill für die Vi. Und auf der Top-Lane ist auch nochmal ein Fight. Oh, schön eingeflasht. Das Ganze reicht allerdings trotzdem nicht. Der kommt hier nicht mehr raus, der Vels. Und auf der Midlane haben wir auch schon wieder ein Play. Vi-Ult geht da drauf, aber Kiora, wann hat er wieder seine Karte? Da ist sie, aber kommt nicht mehr in Range. Und Eternum wird hier aufgehalten und stirbt. Jetzt wird Schnute hier potenziell rausgecatcht. Ja, die Braum-Kio hat getroffen. Und damit kommt hier der Aatrox nirgendwo mehr raus. Und die Senna, die will unbedingt diesen Tower haben. Ist sogar First Blood Tower. Den kriegt sie jetzt auch. Mit einem Yumus will sie jetzt rennen. Und Tamkench hat kein Fressen ab. Aber eine Q würde reichen für einen Stun. Aber die wird gedodged. Und damit kommt die Senna raus. Schnute in den Duell auf der Top Lane. Hat erst die Karma gefunden. Nature's Grasp ist drauf. Und Schnute hat nicht mehr lange seine Ult. Maokai ist jetzt auch da. Und Schnudel hat keine Ult mehr. Schnudel trifft aber noch die zweite Q. Und der Maokai stirbt einfach währenddessen. Nächster Passivproc, nächstes Healing. Und Jürgen kommt hier nicht mehr raus. Double Kill für den Aatrox. Und jetzt geht's hier mit allem Mann auf die Ceri drauf. Die kann noch davon flashen. Aber der Braum, der stirbt einfach nebenbei. Und jetzt wird die Ceri hier einfach angehultet von Twisted Fate. Upp. Und down ist sie. Nächster Herald Charge. PEL will den Tower hier haben. PEL kriegt auch den Tower an dieser Stelle und kriegt wahrscheinlich sogar auch noch den Braum. Der wird da einfach komplett auseinandergenommen, genauso wie dieser Maokai. Aber die Ceri kann auch gut was hitten, aber Schnudel hat einfach viel zu viel Healing. Fast down und dann wieder nicht. Okay, was haben wir hier? Der Tamkench ist mit dem Portal einfach mal in 5 Mann geflogen. Kurzer Prozess wird da aus den Wales gemacht.
Und jetzt ist der Maokai sehr deep unterwegs, wird ja auch von allen CC getroffen, kriegt auch eine Stun-Card direkt hinterher, der kommt hier nicht mehr raus, sondern nur noch mit einem Autotech, schnappt sich hier auch noch mit der Kyo die Seele, da wird von Percy auch der Jump abgebrochen und damit wird der Tahm-Kench hier auch nicht mehr rauskommen können. Schnute, währenddessen allerdings auf der Botlane rausgecatcht, schönes Mantra-Q, predicted hier den Flash. Und Jürgen trifft noch die W, Vision dementsprechend im Busch und das reicht. Allerdings der Rest von PEL ist an diesen Baron direkt danach ran. Daraufhin kriegen ihn jetzt auch. Baker hat so gut wie es geht versucht, das Ganze aufzuhalten, wird aber mit seinem Leben bezahlen. Eternum ist auf der Zähre drauf. Die Zähre wird direkt von Tamkatch gegessen, aber die Frontline von Winnable, die stirbt einfach. Eternum allerdings natürlich auch. Und jetzt haben wir einen 3 gegen 3. Aber der World Ender von Stutels total trifft allerdings keine Q. Kiora kommt mit der Ult hinterher. Zähre flasht davon auf Olivers Flash und die kriegt hier trotzdem diesen Kill. Die Senna reicht hier ohne Probleme und Percy kann jetzt einfach nur noch zugucken, wie er hier zu Tode autotackt wird. Und Schnudel währenddessen in Duell mit Karma, wo die Karma einmal davon geht. Tahm-Kench wird hier wieder rausgecatcht, wieder ein bisschen deep unterwegs gewesen und Maokai wird vielleicht sogar auch noch mit seinem Leben bezahlen, wird davon Vi einfach geflash-ultet und stirbt. Braum, schöne Ult, die Minions sind jetzt weg und Eternum kriegt die Tower-Aggo, da kommt noch Mantra-Q rein und Eternum stirbt tatsächlich daraufhin. Und jetzt will Winnable unbedingt diesen Drake contesten und das ist bitterböse, denn der Maokai stirbt nicht, kommt noch gerade noch so raus. Die Senna Ulti reicht in dem Fall auch nicht, aber ja, die Zeri ist sie sieht von der Stun-Card und stirbt. Baker wird noch gefressen von Tahm-Kench, aber der wird hier nicht mehr diesen Kill kriegen können. Und das bedeutet, dass PEL wieder den nächsten Drake kriegt. Und die Zeri ist jetzt hier potenziell rausgecatcht, kriegt alles ab. Die Senna Ulti ein bisschen Anti-Synergy, aber trotzdem kommt sie dann nicht mehr raus. Sie stirbt, Raum ist auch da und damit ist auch der Main-Damage hier von Winnable da. Nur noch Jürgen an Leben, der hat aber auch keine Chance. Die Senna macht zu viel Schaden mit diesen 13 Kills. Und damit wird dieses Spiel an die eSport Lizards gehen, die hier noch einen Fountain, aber mal einen kurzen Dive spielen. Alle Mann sterben dann noch. Zwei Executes, Braum auch noch mit einem Kill. Aber das war's. 2-0. GG.